Hallo Leute und herzlich willkommen zurück, ja zurück zu Let's Play Splatoon 2 Online. Vor einigen Tagen kam das übelst orgasmische, ja, 3.0.0 Update für Splatoon raus, welches sehr viele Neuerungen mit sich gebracht hat, unter anderem eine ganz bestimmte Map. Das Camp Schützenfisch, wie man es da unten sehen kann. Und ja, deswegen wisst ihr, was das heißt, es wird wieder eine Community-Folge geben. Ups. Leider Gottes habe ich viel zu wenige Leute zusammentrommeln können. Vor dem letzten Update hattest du schon Rang S plus 10 erreicht. Da erhältst du die Beförderung auf Rang X. Ist doch klar. Da, guckst du. So, den Code, den muss ich jetzt noch hier schreiben. Code. Na, an was ist das angelehnt? Stop. Gut. Aus irgendeinem Grund hat mein Handy gerade eine sehr komische Einstrahlung. Oh nee, irgendeine Kackeinstellung oder was? Moment mal. Okay, ich hoffe, es geht jetzt. Ich muss dann mal Camp Schützenfisch. Und es sind viel zu wenige online. Naja, wird glaube ich noch eine Weile dauern, bis es losgeht. Deswegen mache ich hier kurz einen Cut. So, wir sind 5 Stück. Dann denke ich mal, kann es losgehen. So, ich bin wieder Zuschauer und wir fangen an mit einem Revierkampf, bei dem ich einfach nur zugucken werde. So, und währenddessen trinke ich meine Energy. Was haben wir heute? Rockstar Killer Ginger. Eine geile Sorte. Was trauriges Ginger bedeutet nichts anderes als, wie heißt das? Ingwer, genau. Komisch, nicht? Es gibt Zitrus, es gibt Kirsche und es gibt Ingwer. Ich weiß ja nicht mal, ist Ingwer Obst oder Gemüse? Aber Obst kann es nicht sein. Man sieht, es ist Obst im Haus. Naja, ist doch gut. Mal jetzt mal, wenn ich diese Rotation sehe, ne? Alles klar. Revierkampf, möge der beste Splasher gewinnen. Pause on that. Ja gut, ne? Wieso mal nochmal? Ich bin gerade blöd. Ah, okay, so. So habe ich voll Überblick über das Geschehen. Ja, aber das ist auch nur ein relativ einfacher Revierkampf, also von daher. Ja, geht halt darum, wer am meisten einfärben kann. Ist es ein Ding, eindeutig. Du nutzt bestimmt jetzt einen Haftbomber. Oh, was wird das davon? Kann der Fabi erwischen? Für alle, die es nicht wissen, das ist der David, also der Dark Souls. Mein Server. Da wird er schon angegriffen und. Ja, Fabi hat ihn. Oh, wird ihn seinen Freund rächen können? Anscheinend will er nicht. Oh, das ist die ideale Chance. Und Fabi wird so ein bisschen eingeengt. Aber so wie ich ihn kenne, weiß er sich zu helfen. Nutzt sein Tintenschild und was geht dann bei dem Dude ab? Der Smash Tendo. Bei ihm weiß ich sogar gar nicht mal, wer das ist. Also sag mir dann bitte mal deinen Namen auf dem Discord-Server, wenn du diesen Part hier siehst, weil ich weiß gerade echt nicht, wer du bist. Oh, das wird schwer. Das wird ein knapper Kampf. Schafft er es noch? Es ist ein sehr intensives Battle gerade. Da hat er sein Schild. Ja, er ergreift die Flucht, aber das würde ich auch tun, wenn ich die Doppler nicht treffen würde. Das wäre eine ideale Chance gewesen. Da hat der Smash Tendo doch noch gewonnen. Diesen Kampf. Und das Gegnerteam ist erledigt, so wie es aussieht. Sieht nicht gut aus. Das war ein Tiefschlag.
Er rollt sich das Smash-Tail noch einfach mal in den Tod. Ich meine, warum nicht? Okay, er packt seine Stingray aus. Bewegt sich ja ein bisschen langsam, wenn ich ehrlich bin. Ah, kriegt er ihn? Kann er Fabi das Handwerk legen oder nicht? Na, sieht schlecht aus. Oh, aber er hätte ihn getroffen. Dennoch, er lebt. Kann er abhauen? Ah, da hat er ihn. Ja, das scheint mir ein klarer Sieg für Team Rot zu sein. Team Grün, ich verliere. Ich bin schon farbenblind. Ich kann keine Farben mehr sehen. Diese Joy-Cons hier sind auch grün und lila, oder nicht? Oh mein Gott. Der Joke war ein bisschen lell. Ja, ich hätte es echt geiler gefunden, wenn wir wirklich 8 Leute wären. Also mit mir sind halt 9. Naja. Wow, aber Fabi hat tüchtig gefärbt. Aber auch Marlon. Marlon hat 1500 Punkte. GG. Gut. Dann kommt jetzt Herrschaft an die Reihe. Was hat sich hier so verändert? Diesbezüglich bin ich vor allem richtig gespannt. Also wie gesagt, Leute, wenn ihr mitmachen wollt, dann müsst ihr einfach nur auf meinem Server joinen auf Discord und dann könnt ihr da schon Spaß haben. Ich meine, ihr müsst ja auch nicht zwingend bei den Aufnahmen immer dabei sein. Ich meine, Discord-Server ist ja nicht nur für YouTube gedacht. Im Gegenteil, YouTube besteht irgendwie nur zu 30%, was meinen Server angeht. Die restlichen 66,66%. Sagen wir so, der Server besteht aus 25% YouTube und 75% privat. Also ich bin da sehr oft am Talken und auch am Zocken, Musik hören mit Freunden. Ja. Ich meine, man muss ja nicht zwingend dahin, nur um bei Community-Aufnahmen mitmachen zu können. Herrschaft, erobere die Zonen. Und da vorne sehe ich schon die beiden Zonen. Das sind dieselben Zonen. Oh mein Gott. Da sind sie, die beiden Zonen. Boah, die Musik. Oh mein Gott, die Musik. Alles klar. Nintendo hat sich doch dazu entschieden, beide Zonen zu behalten. Finde ich geil. Okay. Scheint es wohl ein Sniper-Main zu sein, was? Okay, seine Sniper reicht in jedem Fall bis in die andere Teambase rein. Kriegt er den Down? Den Doppler? Tatsache! GG, das war ein guter Kill. Wenn das jetzt noch den Profi-Klexer zeigen kann. Ich würde mich aber nicht um die Zone kümmern, sondern um den Profi-Klexer. Aber gut. Na, Marlon, was willst du tun? Oh, er antwortet mit dem Blubberwerfer. Stimmt, den kann man gut als Schutz benutzen. Oh, er hat ihn angehittet. Oh, Fabi kommt von rechts. Wird aber erledigt von Marlon. Trotzdem sind die Schwammraketen in die Zone gehagelt. Ja, und das konnte ihn nicht aufhalten. Okay, der Smash-Tendo chillt hier seine Eier. Pause on that. So, aber wenn er wisst, dass Fabi jetzt wieder von rechts kommt. Da vorne ist, glaube ich, nichts. Oder? Doch. Da ist der gute David. Oh, das war ein großer Fehler, dass er runtergegangen ist. Das hat ihn leider sein Leben gekostet. Sieht nicht gut aus für das Team Orange. Besser gesagt für Fabi und David. Wow. Er müsste jetzt noch eine Instabombe schmeißen. Dude! Du hättest noch eine Instabombe werfen müssen, der Typ war K.O. Oh. Ah, da ist auch schon wieder der David raus. Aber auch der Marlon. Ah, wenn der Slash-Tendo wüsste, dass er nur eine Instabombe werfen muss. Wozu hast du die Dinger denn? Ja, jetzt wirft er sie natürlich. Ja gut, dann daraus schließt sich, dass das Slash-Tendo kein kein so richtig krasser Spieler ist, aber soll jetzt kein Hate oder keine Beleidigung sein. Ist nur meine Meinung. Also. Ah, jetzt wirkt es, nutzt es ja auch, also doch. Ja. Oh, will das keiner sein? Ja. Es ist knapp, was die Zonen angeht. Oh, das sieht nicht gut aus.
Er flieht lieber anstatt. Oh, er plant einen Angriff von hinten. Wie wird er darauf reagieren? Oh, er hat einen Kill gemacht. Und Zonen sind gefärbt. Damit hat Team Orange die Herrschaft. Und das türkisgrüne Team hat ein paar Strafpunkte kassiert. Oh. Oh, fast hat er ihn erwischt. Fast. Aber nur fast. Okay, stop on that. So. Fabi macht ja einen auf Zone Carrier. Na gut, würde ich auch machen. Aber Ziel mit dem Kontrablaster muss er noch üben. Ah ja, stimmt. Bei den Sepia-Dukten sollte man auch aufpassen, was da so abgeht. Wow, das war knapp. Ich fühle schon mit, ja moin. Ja, da vorne ist einer. Der muss spotten, was? Er hat tatsächlich den Smash Tent und den Schwarmakind erledigt. GG. Ja, bin mal gespannt, was Marlon so anstellen wird. Oh. Oh, das war ein Kettenkill. Er killt den David. Dafür wird er von Fabi gekillt. Und trotzdem muss sich Team Grün jetzt ranhalten, denn Team Orange ist gerade am Aufholen und sind auch kurz davor, die Führung zu erlangen. Damit hat Team Orange also die Führung. Ja, und Fabi macht jetzt auch übelst defensiv. Oh, das war ein guter Schuss. Das war ein sehr guter Schuss. Ja, und das Nintendo entscheidet sich, ja, zu warten. Was keine gute Entscheidung war. Damit hat Team Orange ein Comeback gestartet und gewonnen. GG trotzdem an alle. Das Ding ist, es macht mir auch nur leider nur halb so viel Spaß, bei zwei Zweierteams zu kommentieren. Bei Viererteams ist es noch cooler, weil dann hast du mehr Auswahl. Du kannst zu jedem switchen und das ist halt viel geiler im Allgemeinen. So, dann kommt nun als nächstes Turmkommando an die Reihe. Oh, ich glaube, wir hatten bisher jede Rotation einmal. Jetzt sind Fabi und Marlon in einem Team und der Smash Tendo und der David. Vielleicht muss ich demnächst auch mal auf Struis Server nachfragen. Ja, Marlon und Fabi sind auch tüchtig am Überlegen. Also. Irgendwie hat mein Handy voll die komische Aufnahmequalität aktuell, oder? Moment mal, muss man ganz kurz nachprüfen. Okay, jetzt geht's wieder. Na, wahrscheinlich liegt es nur am Privatkampf. Ich weiß es nicht. Oh, Fabi entscheidet sich für den Camp Pluviator. Im Turmkondo ist er natürlich auch ziemlich gut. So. Okay, die Zone des Turms, da ist eine, da ist eine und da. Der Turm hat ungefähr dieselbe Route, nur damals ist Splatoon 1 ging der Turm hier so hoch und dann ging er da so runter. Oh, fast hätte ich es vergessen. So, Marlon entscheidet sich zu supporten, während Fabi den Turm reitet. Finde ich ganz gut. Ich meine, so würde ich es ja auch machen. Den ersten Checkpoint hätten sie passiert. Ich gehe jetzt mal zu Fabi rüber, weil ich noch... Ah, ganz nett. Oh, da hat auch schon der Smash Tent ins Gras gebissen. Und der David. Nicht gut, nicht gut. Oh, da ist auch schon wieder der Smash Tent down. Echt, so ein schneller Sieg. Oh, und der David. Tja, mit Fabi sollte man nicht spaßen. Kann er noch irgendwas tun? Also, ich verstehe dich irgendwie nicht, Smash Tendo. Du entscheidest dich, gegen Marlon zu kämpfen? Dabei müsstest du doch eigentlich den Camp Pluviator vom Turm runterstoßen. Klar, der Blast ist eine größere Bedrohung, aber trotzdem, es geht dann in dem Moment ja um den Turm. Also es ging relativ schnell, wenn nicht sogar zu schnell. Was willst du machen? Dann kommt jetzt eben Goldfisch an die Reihe. Dann haben wir heute leider mal eine etwas kürzere Folge. Es ist halt so schade, dass sich irgendwie kaum einer gemeldet hat. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich hier gerade diesen Part hier um 15 Uhr aufnehme und es halt Donnerstag ist. Einige haben Schule, die anderen haben Arbeit, die anderen gehen in den Stripclub. Was? Stop.
Was willst du machen? Ich meine. Ja. Ist halt so. So, einen Augenblick, ich muss kurz gucken, was ist denn das hier? Okay, jetzt ist Steuerung. So. Ah, hier liegen noch meine ganzen Bewerbungsunterlagen, die ich auch noch machen muss. Sus. Alles klar. Wäre ganz nett, wenn sich der Fabi mal entscheiden würde. Dankeschön. Okay, manchmal brauche ich auch ein bisschen länger, um meine Kleidung auszuwählen, aber trotzdem. Ein bisschen sollte man sich reinhängen. Doch, doch. Ja, schon. Ja, sollte man. Ja. Gut. Goldfisch, also. Mein allerliebster Modus hier in auf Camp Schützenfisch. Was wird passieren? Wird Marlon und Fabi wieder dominieren? Werden sie dominieren? Oder wird es eine katastrophale Niederlage wieder? Oder werden sie eine Niederlage erleiden? Das werden wir jetzt sehen. Also der Übergang ist der standardmäßige. So. Fabi bewacht die Kanone. Oh, und Marlon entscheidet sich, sie zu grabben. Und wird direkt zerstört. Oh, und Fabi muss sich hüten. Die Konkurrenz schläft nicht. Das Smash Tendo Wild nimmt die Kanone. Allerdings muss er auf Fabi achten. Ja. Marlon hat ihn mit den Quadhoppern erledigt. Und was zum Teufel? Das ist Markierfarbe, oder? Oder ist es Rache? Vergeltung, Vergeltung. Das heißt, damals hieß es Rache und jetzt ist es Vergeltung. Oh, Marlon wurde wieder zerstört. Und wo ist... Okay. Ich habe eigentlich das gedrückt, aber naja, nicht so schlimm. So, kann der David sie stoppen? Das war ein bisschen komisch. Okay, Fabi hat die Kanone und entscheidet und geht den richtigen Weg, weil es gibt viele Leute, die gehen den falschen. Allerdings sollten sie sich hüten, denn... Ah, okay, und Marlon entscheidet sich, die Kanone zu supporten. Oh, das war knapp. Ah! Hat da noch seinen Arsch erwischt. Fabi respawnt gerade und wird höchstwahrscheinlich zu Marlon springen. Okay, David entscheidet sich, die Kanone zu nehmen. Allerdings wurde sein Teammate erledigt. Oh, 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 oh. Ah, lol. Okay, Marlon hat ihn besiegt. Und nimmt die Kanone jetzt. Und failt erstmal schön. Episch. Und er wird von Smash Tendo erledigt. Oh, das war ein guter Double. Okay, da kommen auch schon die Schwammraketen. Erwartet etwas? So. Na, wie sieht's aus mit Team Blau? Okay, aber Smash Tendo, du hättest dein Teammate wirklich retten müssen. Also supporten. Naja, aber ich kritisiere eh nicht. So, Marlon. Nee, Fabi hat sie wieder. Was zum Teufel? Oh, das ist ein guter Schuss. In dem Moment hat er auf David aufgepasst, geachtet und nicht auf den Smash Tendo. Und wurde dann von ihm erledigt. Was willst du machen? Alles klar. Smash Tendo hat die Kanone. Sei schön vorsichtig. Ja, also besonders schlau war das jetzt nicht. Stimmt, ich müsste mal echt mal gucken, ob ich irgendwann mal einen Part aufnehme, wo ich sehr viele krasse Competitive-Spieler zusammensammle und dann mit denen, quasi nicht direkt eine Community-Folge aufnehme, aber dass ich euch die verschiedenen Arten von den Skilltypen zeige. Und das war eine nicht ganz schlaue Aktion. Damit haben Fabi und Marlon dominiert. Also ich müsste es echt mal machen, dass ich 8 Competitive-Spieler zusammentrommle und sie dann gegeneinander antreten lasse. Das wäre ziemlich heftig. Da würde man auch sehen, wie alles abgeht. Sollte ich echt mal machen. So, der Part hat schon 18 Minuten. Dann kommt jetzt der letzte Modus an die Reihe. Das Muschelchaos. Und Ibo ist dazu gekommen. Hey, dann werde ich anscheinend für die letzte Runde ja mitspielen können.
Das ist ja mal cool. Okay. Ja, dann. Dann würde ich mal sorgen. Ich spiele wieder mit dem Feindesperser, Neo. Das ist ganz cool. Voll witzig, jetzt darf ich auch, jetzt kann ich auch mitspielen. Naja. Fabi, danke. Ich dachte schon. Okay, unser Team besteht aus einem Sniper, einem Kontrablaster und einem Feindesmesser. Hallo! Gut. Dann sehen wir mal. Okay, ich glaube, dass sich der Korb nicht so wirklich verändert hat hier. Also die Map. Okay, da drüben ist der Korb. Relativ lol versteckt, muss ich sagen. Oh, aber Vorsicht, ich bin kein gewöhnlicher Spieler. Oh, scheiße, Marlon. Nein, 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 leck mich, hau ab. Oh, fuck. Na, anscheinend konnten sie nicht viel erledigen in der Situation. Naja. Oh, fuck. Oh Gott, danke. Jetzt aber schnell, jetzt aber schnell. Ja, tut mir leid, aber ich will halt auch, oh nein. Oh, nein, nein, nein. Oh Gott, jetzt habe ich auch Marlon, nice. Wo ist eigentlich das Team, verdammt? Oh, verdammt, ich bin in Gefahr, ich bin in Gefahr. Ja, Eigendummheit, Eigendummheit, Hilfe! Hilfe! Ich will nicht sterben. Hä? Das sind nur die Quadhopper gewesen. Na, shit, das war's, glaube ich, oder? Oder wenn sie jetzt die Barriere öffnen? Ja. Wow. Autsch. Scheiße, Leute, die holen gleich die Führung. Was ist denn nur mit Fabi los? Er hat zwar einige seinen Swim Speed, aber trotzdem. Ich denke, ich mal hier hoch, um mir einen Überblick zu verschaffen. Die Map ist für Muschelkaus eigentlich ziemlich geil. Muss ich sagen. Ja. Shit, ich war ein bisschen verwirrt. Crap. Weil ich bin so froh, wenn ich nächste Woche meinen Pro-Controller endlich habe. Also endlich wieder einen Pro-Controller habe, so. Nicht so voreilig, warum hat es so geleckt? Okay. Im Gegnerteam sind nur Doppler, merke ich gerade. Wow! GG, Ivo. Nicht viele killen mich hier gerade. Dass es so knapp wird, Mann. Das hätte ich echt nicht erwartet. Lol, Gegnerbarriere durchbrochen. Scheiße! Nein, ich hab die rübergeworfen, ich Lappen! Okay, jetzt habe ich ihm gerade gezeigt, wie man Muscheln wirft.
Komm her, komm her, komm her. Ach du Arsch, du Arsch, du. Er hat mich voll verarscht gerade. Habt ihr gesehen? Er hat extra nichts gemacht. Und dann auf einen Schlag heißt es, oh ja, ich mach doch was. Ich töte den Nintendo jetzt mal kurz. Du Gemeiner. Hä? Was zum Teufel? Smash-Tendo, das hätte ich nie von dir erwartet, dass du so gemein bist. Aber zum anderen, warum zum Teufel hat den keiner gesehen? Und selbst ich nicht. Stop. Das macht trotzdem noch Spaß, muss ich sagen. Stimmt, vielleicht, es muss ja nicht unbedingt kommen. Ich hab's mir auch so ausgemacht. Kommt da wer? Oh fuck! Das war ein direkter Treffer. Ja, die sprengen das noch in die Good job, Fabi, good job. Ey, das war geil. Er schwimmt an ihm vorbei. Das erinnert mich an die Szene damals, wo ich das mal gemacht habe. Alles klar, Leute. Lief doch relativ cool, muss ich sagen. Boah, Ibo, Alter, was ging denn mit dem ab? Okay, aber er ist schon S+, also. Und Level 44, Alter, wie schnell levelt er sich bitte? Okay. Oh, gut, Leute, dann möchte ich mich an dieser Stelle mal ganz herzlich bei Fabi, Smashtendo, David und Ibo bedanken, dass ihr mitgemacht habt. Und ich würde sagen, Leute, falls euch dieser Part von Let's Play Splatoon 2 online gut unterhalten konnte, würde ich mich doch sehr über einen Daumen hoch und eine positive Wertung freuen. Und teilt das Video mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Leuten, die ihr leiden könnt, Leuten, die ihr nicht leiden könnt. Und ein Abo, ebenfalls nicht schlecht, wenn euch mein Content gut unterhält. Und im nächsten Part geht es dann höchstwahrscheinlich weiter mit einer weiteren Waffe der 4 Stück. Soweit ich das mitbekommen habe, macht Nintendo das auch ja jetzt so, dass sie nur jeden Monat ein Waffenpack rausbringen. Was ich eigentlich auch gar nicht so schlecht finde, aber ja, jede Woche 2 bis 3 Waffen wäre halt geil gewesen. Naja, vielleicht überrascht Nintendo ja uns auch noch irgendwann mal am Ende der Updates mit einem Waffenpack. Und trotzdem, wie gesagt, Daumen hoch, wenn euch dieser Part gut unterhalten konnte und so weiter. Und im nächsten Part geht es, wie gesagt, weiter mit einer neuen Waffe. Da würde ich mal sagen, bis dahin und stay fresh!